Das Ergebnis ist jetzt nicht das Wunschergebnis, was wir uns vorgestellt haben vor dem Spiel, aber wir lagen 1-0 zurück. Das kann in Gladbach auch passieren. Wir haben ab der 25. Minute eine bessere Leistung gezeigt auch. Am Anfang kamen wir nicht so ins Spiel, aber haben uns stetig verbessert, auch in der zweiten Halbzeit und dann noch den verdienten Ausgleich gemacht. Wir haben es leider verpasst, in unserer wirklich sehr guten Phase von Minute 25 bis vielleicht 65 mehr draus zu machen, mehr Tore zu erzielen. Da hatten wir wirklich das Spiel super im Griff, haben wirklich auch guten Fußball gespielt. Aber hinten raus haben wir dann das Spiel so ein bisschen verloren, die Struktur ein bisschen verloren und dann war es natürlich sehr viel hin und her. Heute war ein sehr offensives Spiel, viele Situationen von beiden Seiten, klar. Aber mit einem Punkt kann man auch zufrieden sein. Klar, konntest du immer drei Punkte mehr haben, mit ein bisschen mehr Glück bei Situationen, die wir gehabt haben. Wir wollten unbedingt, aber natürlich kann man mit so einem Unentschieden in Gladbach in der Theorie so ein bisschen leben. Aber man hat sich natürlich zum Auftakt schon was anderes vorgestellt, nämlich natürlich einen Dreier. Aber trotzdem, ich denke, dass wir haben schon heute viele Sachen gesehen, gemerkt, wo kann man verbessern machen für die nächste Spiele und auch von der Super Cup. Und ich hoffe, dass im nächsten Spiel, dass wie wir spielen werden, dann sieht man direkt von der ersten Minute. Wir hatten einige Chancen gehabt, aber müssen halt mit diesem Unentschieden jetzt leben. Und freuen uns trotzdem jetzt auf den Supercup jetzt gegen Dortmund.